Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin der Gronk, ne? Hallo, ja, ich muss wieder nachvertonen. Hä, was ist das denn? Hä? Ah, war nix, ja, ich hab nur mal geguckt, ja. Naja, ich muss wieder nachvertonen, ne? Weil ich höre gerade hier nix. Ich hab nämlich nix richtig eingesprochen, verstehst du? Und da muss ich alles nochmal neu machen, weil ich bin der Gronk, ich bin Profi, ja, seit 10 Jahren. Und da kann man ja auch mal alles neu vertonen. Lehnen die Beine noch gemütlich gegen den Balken. Holy fuck, was war das denn? Also ich will ihn nicht zum Feind haben. Es reicht ein guter Geist, der frommen Knochen innewohnt, ein leichtfüßiger Gang, sodass die Engel... ...ad Marcus, et dixit, ad vulgares, de terra superbus est, lo... Venite, audite, verbum domini in nostri, Jesu Nazareno eras. Ut non videtur eis nimis et aliud considerare. Niemand lebt mehr das richtige Leben. Nach all den Freuden, die er uns beschert hat, sind wir vom rechten Weg abgekommen. Nur diejenigen, die den... Adheret lumbare ad furure de hominibus quasi stercus superrudit ascabra cuius. Multi autem sunt in numero. Sed mente sua ad modum tenues esse. Nur diejenigen, die den blutgetränkten Schriften über sündenverseuchte Throngeschichten entsagen, vermögen auf dem Weg der Größe zu verbleiben. Findet eine Ecke in der Welt und nährt euch an den Äpfeln unserer Obstgärten. Denn sonst sind wir verdammt. Okay, was? Warte. Super Senna Jin schreibt gerade, ostwestlich von Lindford, aber noch nicht über den Fluss. Ostwestlich? Ist das so wie nordsüdlich? Ist das so? Ich bleibe also einfach stehen in Lindford? Ist das, Entschuldigung. So, okay. Stowe ist mein Name. Stowe von London. Ich habe es bereits für Cyberpunk erwähnt. Ja, wir handhaben es so wie bei allen anderen Spielen, wie bei Witcher, bei Dragon Age teilweise, bei was wir vorhin hatten und so weiter. Wir nehmen alles mit. Wir bimsen, dass die Schwarte kracht. Wir ballern ganz Englerland. Niemand ist sicher. Alles, was knallbar ist, wird durchgeknallt. Fürs Let's Play, damit man einfach so ein bisschen... Wir wollen ja was vom Spiel sehen, ne? Man muss ja den Content auch zeigen, der da ist. Und da hätte ich mich auch hinsetzen können. Alles klar, das habe ich gesucht eigentlich. Respekt. Also das, da muss man, also wow. Das ist, Junge. Also das ist schon, Oh, Entschuldigung. Woraus genau pinkelt der da? Der hat nichts in den Händen. Weißt du, der tut so, als müsste er mit zwei Händen stemmen. Ja, so nach oben halten. Mit zwei Händen so. Da ist aber nichts drin und er hat die Hose nicht unten. Das ist kein Mikropenis, das ist ein Angeber. Der hat irgendwie irgendeinen Schlauch oder so. Zwei Ziele erledigt. Nun bleibt nur noch der Kompass. Wären das meine Männer? Dann wäre ich jetzt auf dem Weg nach London. Der Opa! Der Kompass wird kommen. Wir müssen bereit sein und mit dem Schlimmsten rechnen. Ich will mich nicht von ihm überrumpeln lassen.
Können wir ihm zuvorkommen? Vielleicht gibt es einen Weg. Treffen wir uns in der Kirche, wenn du dich ausgeruht hast, Proger. Habt ihr gerade den Opa im Hintergrund gesehen, wie er gelaufen ist? Boah, das sah so gut aus. Bup, bup, bup. Ich geh mal... Jetzt geh doch einfach auf diesen Buppel! Jetzt geh doch da mal hoch! So, warte. Also heute ist sie aber ein bisschen bockig, muss ich sagen. Die ist ein bisschen bockig. Und aus dem... Nein, was machst du denn? Du dumme Truller! Die geht auf kein Ding drauf, auf kein einziges Ding drauf. Aber da, den Sprung, den macht die sofort, statt da oben hochzuklettern. Bleib gesund. Ich mag die NPCs. Wenn die NPCs... Guck mal hier, sie zum Beispiel. Wenn NPCs entspannt stehen, ist das mal so... Das, ich finde, das wirkt realistisch. Wenn ich entspannt bin, mache ich das auch immer. Paar möchte noch eine Bratwurst. Die fliegt ja gleich um den Kopf. Das habe ich gesehen! Ich habe gesehen, wie der gerade völlig okay rumstand und jetzt wieder so tut, als wäre er krank. Das... Lächerlich, wie das hier ausgenutzt wird. Weißt du, wenn man nett ist, wird das immer ausgenutzt. Also, oh, mir geht's so schlecht, oh. Eva, der Knochenlose. Du gibst deinen jämmerlichen Drachen ab. Oh, alles klar, ich sehe schon. Sag mal, was ist denn mit diesen Füchsen? Ich glaube, die streichen um meine Die streichen um meine Beine wie Wildkatzen. Leute. Ich hol gleich aus. Na komm mal, jetzt kommen wir mal rum hier. Warum kommst du? Nein, du kommst jetzt rum. 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 Ja, jetzt kommst du. Alter, was ist das für ein Brocken? Meine A-Taste flippt gleich aus. Alter, willst du mich verarschen? Okay, ich hasse Angeln. Ich hasse fucking Angeln hier. Was einst war, wird wieder sein. Was bedeutet dieses Gefasel? Was einst war, wird wieder sein. Wisst ihr, was das heißt? Er hat einmal von uns auf die Fresse bekommen. Er kriegt wieder von uns auf die Fresse. Rehe sind böse, sagte schon Tobi. Ja gut. Ja. Bei Tobi muss alles sterben, was atmet. Deswegen bin ich bei ihm auch immer sehr vorsichtig. Und sehr höflich. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Wahlstraße. Ich weiß nicht wieso. Doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Offenbar ist das kein Alkohol. Offenbar ist das kein Alkohol. Wir sind nicht besoffen oder so. Wir haben keine Nachwirkungen. Oh Gott. Wie viele mörsische Soldaten brauchen wir noch in diesem Hospizium? Und warum sind die Schnauze?
Schnauze, hab ich gesagt! Halt die Fresse! Hankentorium! Was ist denn? Schnauze! Jetzt fängt er noch an zu singen! Hä? Was? Sag mal. Ob du mich verarschen willst? Was war das denn gerade? Die Kapuze bringt hier gar nichts. Die neue Version von Gronkh finde ich nicht so gut. Die Story ist überzogen. Der Charakter wirkt sehr hölzern. Ja, warte mal. Hast du den klassischen Gronkh damals gesehen? Ich habe heute Dragon Age auf Gronkh TV gesehen. Toller Sender. Uff. Ganz großes Uff. Ja, Brandpulver verbessert. Nice. Also der klassische Gronkh bei Dragon Age, ja? Ich kann es nicht mal nachmachen. Ja, dann gehe ich mal hier rüber. Och Mensch, da ist er. Okay, dann müssen wir dann hier runter. Oh, huppel die Buppel. Ja, hier. So, was machen die da drüben gerade? Ja, das. Der klassische Gronkh hat immer geschrien. Nein, 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 nein. Der klassische Gronkh, der war richtig ruhig. Was du meinst, das war Midterm-Gronkh. Der hat immer geschrien. So, Minecraft! Das war genau das Gegenteil. Alles, was ich früher verschluckt habe an Wörtern, wollte dann in einem Brechreiz sturzbachartig heraus. Ja, so, da gehe ich mal hier hin und da muss ich mal ganz kurz eben hier. Schnuppdiwupp, alles klar. Oh, guck mal hier. Das. Oh, ja, huch, da ist der Falke wieder aus meinem Arschloch geflogen. Guck mal hier, die hölzernen Beine. Das ist bestimmt das trojanische Pferd. Warum heißt es eigentlich das Trojan? Warum nennen wir es Troja? Warum nennen wir es nicht Tronein? Könnte ja genauso gut klappen. Ja, das wird richtig diskriminiert. Die Negativen werden diskriminiert. Ich prangere das an. So, das ist der Midterm-Drong. Entschuldigung, es ist wieder Zeit für Orbi schön. Was ist denn, ich habe eine Frage. Kennt ihr diesen besonderen Ort in England, wo eine Kette in der Luft hängt? Kennt ihr den? Der ist ja sehr bekannt. Ich habe gehört, der ist ja detailgetreu nachgebaut. Das muss so sein, ne? Ja, häng ab, Shire. Und Isane? Städten nahe Lundenweg. Okay. Ost tritt sich schon mal her und wacht wieder. Oh, Alter, ich muss hier weg. So, und wir gucken mal, da unten ist die Ordensdame und jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf, E-Sport. Jetzt kommt richtig E-Sport-Skillshot. Pass auf, jetzt hier. Ja, 50.000 Kilometer entfernt, aber Falknerauge Erik R. aus BS an der O. Junge, Junge, was für ein Jahrhundertshot. Ein Legenden-Skill ist das wieder gewesen. Meine Fräse, dass dieser Typ nicht im Guinness-Buch steht, das hat schon seine Berechtigung. Diese Rätsel sind ein Kinderspiel. Halt die Fresse! Und körperliche Belastung ist trotzdem hoch. Okay. Ihn abwarten. Nein, was machst du denn? Ich hasse dich so sehr! Och, Mann, wieso? Hä? Da hat mich nichts erwischt! Da hatte mich gerade gar nichts erwischt. Nein, was machst du denn? Gott, ich kotze über dieses Rätsel. Ich kotze Erbsengrütze über dieses Rätsel. Richtig fette Erbsengrütze über dieses Rätsel. Ja. Nein. Das hat nicht gegolten. Ich muss doch da schneller hoch. Nein. Mein Fehler. Oh, Junge, ich schmeiß alles weg. Oh ja, mein Fingernagel hing da drin. Entschuldigung. Ein Haar. Nein, was mach? Alter. Die werden immer besser, die Rätsel. Hab immer mehr Spaß dran. Überhaupt null Frustfaktor.
Und jetzt erwischt mich der wieder. Ja. Tapsi, halt dich bereit.